Zahlen her. Lustig ist auch, als ich noch in die Schule gegangen bin, hat so einen Schulatlas gehabt, den guten alten Westermann-Atlas, den man dann irgendwann bekommen hat. Wenn er zu alt war, dann war da eben der Stempel drin, dem Schüler übereignet. Kennt das jemand noch? Ja. Ja. Da standen da 8 Monde drin. Bis dahin hat man 8 Monde hier beobachtet. Den großen roten Fleck, da haben wir, den hat man alles schon mal gehört. Hier was ganz Interessantes, man sieht hier den Jupiter, einen kleinen braunen Stern, also wirklich Stern, einen normalen braunen Zwerg, einen Exoplaneten und unsere Sonne von der Größenordnung her. Hätte Jupiter, jetzt kommen wir auf die Jupitermasse, hätte Jupiter die 13-fache Masse, hätte er das Zeug, ein brauner Zwerg geworden zu sein. Also dann hätte die Masse ausgereicht, dass es ein brauner Zwerg geworden wäre. Ansonsten mit einer 70-fachen Jupitermasse hat man dann von der Masse her eine Chance, dass ein richtiger Stern draus wird. Ich schließe vielleicht nochmal mit folgender Information. Die 4 Gasplaneten sind sich von daher ähnlich, weil auch der Jupiter, der Uranus und der Neptun haben auch Ringe. Die sind nur nicht so schön erkennbar wie hier oben beim Saturn. Was sie auch gemeinsam haben, das ist der Stoff, aus dem sie gemacht sind. Das ist nämlich bei allen 4 Planeten der Wasserstoff, das Helium, Methan und Ammoniak. Das sind allen 3 drin. Kann man also sehen, dass die bei der Entstehung des Sonnensystems aus dem gleichen Material, aber sich in verschiedener Art und Weise geformt haben. Das ist eine Pause. Gut, ja, dann machen wir eine Frage gerade und dann eine Pause. Bei der letzten Folie stand, dass die Erde rechtsdrehend ist. Sind die anderen Planeten auch rechtsdrehend? Alle rechtsdrehend. Alle rechtsdrehend. Außer. Wer war es nochmal? Venus. Ja, die Venus. Die Venus ist rückläufig, retrograd. Ist linksdrehend? Ja, genau. Und bemerkenswerterweise sind es nicht nur alle anderen Planeten, also richtigen Planeten, die sich rechts rumdrehen, sondern auch fast alle Monde. Und das sind ja Hunderte in so einem System. Ja. Ja, und warum wandert dann der Mond, wenn ich ihn sehe, von links nach rechts? Von links nach rechts? Ja. Das machen wir nach der Pause hier. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt oder hast du direkt eine Antwort. Ja, das ist gerade einfach so, der Mond, der dreht sich ja um uns. Ja. Und wenn wir abends um die gleiche, ach meinen Sie jetzt die Bewegung innerhalb der Nacht? Ja, wenn ich an meinem Fenster sitze, ja, zieht der Mond von links nach rechts. Genau wie die Sonne. Das ist nur wegen der Erdrotation. Das ist alles nur wegen der Erdrotation. Da dreht sich der ganze Himmel, alle Gestirne drehen sich auch mit. Alle drehen sich in die Richtung. Das dreht sich alles in diese Richtung. Okay. Dass der Mond jetzt einmal hier und einmal morgen hier und morgen hier und morgen hier ist, hängt damit zusammen, dass der sich ja auch um die Erde dreht. Mhm. Und wir sehen dann zu verschiedenen Uhrzeiten den Mond immer, wenn er dann etwas weiter links wandert. Bis er wieder auftaucht, was er einfordert. Bitte? Von der Eigenrotation. Ach, von der gebundenen Eigenrotation? Das. Im Gegensatz zu der Rotation um die Erde. Er dreht sich quasi in einem Monat einmal um die Erde, aber auch einmal um sich selbst, weil er immer mit der schweren Seite zu uns zeigt. Ich habe es nicht verstanden, vielleicht bin ich zu doof. Also an einem Abend gucke ich aus meinem Dachfenster und sehe den Mond und dann wandert der nach rechts. Ja, genau wie die Sonne ja auch. Ja, und wenn die Erde sich auch nach rechts dreht, dann müsste ich mich ja mit dem drehen. Nee, muss man anders gucken. Deswegen denke ich, die Erde dreht sich links rum, weil... Ja, das kommt darauf an, von wo man guckt. Ja. Wenn man von oben guckt und die dreht sich... Also wenn man von oben guckt... Ich kann ja nicht von oben gucken. Und sie dreht sich nach rechts. Ja? Ist es von oben gesehen gerade anders? Da habe ich was falsch gemacht. Ja, das ist gut. Aber ich würde sagen, wir könnten ihn in der Pause auch ruhig quälen. Das ist auch kein Problem. Es gibt bestimmt Fall, wir wollen vielleicht mal kurz nach draußen. Die Sache ist, ganz abschließend, dreht sich die Oberfläche von rechts nach links oder haben wir von oben geguckt in rechts und links? Also die Uhrzeiger sind nur der Gegenwart. Fortsetzung folgt. Draußen ist die Möglichkeit, dass jemand rauchen kann, wenn er rauchen möchte. Toilette, Getränke und so weiter. Viertelstunde ungefähr, ja? Dankeschön.
Gut, seid ihr alle wieder da? Ich verfall manchmal in das Kollektivbüro. Ich bin an meinem Arbeitgeber, wir haben eine hohe Du-Kultur. Ich bin auch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa per Du, weil man sich schon so lange kennt. Also, seid ihr alle da? Okay. Es geht weiter mit Pluto. Oft gestellte Frage, warum. Bitte? Die Beleidigung des Pluto. Ja, das ist keine Beleidigung, das ist eine logische Konsequenz. Künstlerische Darstellung. Die gucken alle so böse, als hätten sie ihn exkludiert. Ja, und ja, Pluto. Warum ist das so? Gucken wir uns das mal an. Es gibt da so eine Theorie von den beiden Physikern, der Herr Titius und der Herr Bode. Die haben eine Formel aufgestellt. Wenn man in diese Formel folgende Zahlen eingibt, das Minus unendlich hier ist ein bisschen getürkt, aber ich glaube, diese Folge hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, das kann man alle fortsetzen. Ja? Wenn man das in diese Formel eingibt, dann kommen hier folgende Abstände raus, die sich errechnen lassen nach dieser Formel, die man ganz einfach sich immer so ausgedacht hat. Wenn man dann hier die wirklichen Abstände sieht in astronomischen Einheiten und guckt sich danach an, welche Abweichung von dem errechneten und dem wirklichen Abstand ist, dann sieht man, das ist ja überall ziemlich genau. Es kann kein Zufall sein eigentlich. Wir haben nur zwei Schwachpunkte. Wir haben einmal hier was, wo nichts ist. Bei, da war mal was. Bei der E3 ist immer noch was. Ist nichts mehr. Der Neptun passt überhaupt nicht. Pluto passt. Warum ist er trotzdem nicht mehr dabei? Eris passt auch ganz gut noch. Ist wie heißt denn Eris? Bitte? Eris ist es? Eris ist ein kleiner Planet. Kleines Planet. Ein transneptunisches Objekt. Ein TNO. Ja, ist ja. Neptun ein zentrales Ständnis, oder wie? Nee. Das nicht. Wo sind das Planeten? Beim Neptun, der Neptun ist ganz einfach eine Schwäche der Formel. Wiederum nicht die Nummer 3, weil wenn wir uns genau angucken, was da ist, Ceres. Ist zum Beispiel Ceres. Was ist Ceres? Ceres ist ein Teil von dem hier, der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, in dem sich Abertausende an Objekten finden und auch um die Sonne herum rotieren. Die Bahnen von diesen Objekten sind sehr, sehr genau bekannt und errechnet, sodass man für die größeren Brocken sagen kann, wo die sich jeweils befinden. Ein Nachteil ist, damit man sagen kann, wo so ein Brocken ist, muss er eine gewisse Größe haben. Ne? Ab so einer Größe von, sagen wir mal, weniger als 150 Meter Durchmesser sind die ein bisschen zu schlecht zu beobachten. Wenn dann die kollidieren sollten und einer ist unterwegs zu uns, haben wir Pech gehabt. Soll ich kurz eine Frage stellen? Ja. Wenn ich so diesen Asteroidengürtel sehe, dann frage ich mich, was mit diesem Satellitenschrottgürtel um die Erde ist. Das ist auch eine eigene Welt. Ja, das gleiche gravitativ gesehen um die Erde rum wie der Asteroidengürtel. Ein Asteroidengürtel und alles, was da draußen noch an anderen Höhlen kommt, kann man im Prinzip so sehen, das sind Resonanzpunkte der Gravitation. Das heißt, die Gravitation funktioniert auf eine Art und Weise, dass es Wahrscheinlichkeiten um eine Sonne gibt, dass da was passiert und umgedreht auch Dissonanzen, dass etwas nicht sich zusammenklumpt zu einem Planeten. Ja? Deswegen, der Asteroidengürtel ist im Prinzip stellvertretend für einen Planet, der da vielleicht noch entsteht oder mal war, kann man nicht sagen. Ne? Wir haben mal von diesem Asteroidengürtel ein paar ganz tolle Bilder, die teilweise von Rosetta gemacht wurden, teilweise von Cassini. Das sind dann meistens Missionen, wo man ein ganz anderes Objekt sich angucken wollte. Bei Cassini zum Beispiel den Saturn. Und dann kommt man an solchen Objekten vorbei, auch teilweise geplanterweise. Dann kann man natürlich aus wenigen tausend Kilometern, das ist ja astronomisch ein Katzensprung, viel bessere Aufnahmen machen als das, was von der Erde aus möglich ist. Also diese Aufnahmen von solchen Asteroiden hat man von der Erde keine Chance, muss man echt hinfliegen. Ja. Sag mal, Cassini, ja? Ich meine,
auf beiden Seiten ist es ein Asteroid der Regel. Wie kommt die Cassini denn zustande? Cassini-Trennung beim Saturn? Ja. Durch den Mond Mimas. Das ist der Trend. Der Mond Mimas ist der. Zwei konzentrische Ringe. Ja, das sind ja gerade mal so paar Kilometer, die der Ring da ausmacht. Ja. Ne? Ja. Die Trennung, die man nicht 400 Kilometer oder irgend sowas, oder? Ja, so viel, dass man es in einem kleinen. Mit einem richtig guten. Nicht sieht, aber ja, ja. Ein bisschen. Ja, ja. Also, es war aber ein Ring und ein Planet in seiner Wahl. Die Trennung ist künstlich. Die Trennung bei dem Saturnring, oder der Saturnring Nein, ist der ja. Die kassinische Trennung. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich kenne nur die Cassini-Trennung im Saturnring. Ja, im Ring, ja. Im Ring. Und die wird getriggert durch eine gravitative Resonanz vom Mond Mimas. Also einer der 63 okay. Monde. Okay. Ja? Das war immer so jetzt. Das ist im Moment die herrschende Theorie. Ist der Mond so groß? Nee, der ist klein. Der ist klein und er ist auch noch außerhalb dieses Rings. Aber er triggert. Ich glaube, das kriege ich heute Abend nicht hin. Ich will nur ein Buch lesen. Das ist nur rezitativ, was die Literatur im Moment hergibt zu diesem Thema. Kein Problem. Gut, da haben wir nochmal die Namen von den Sonden. Das hier war Dawn gewesen, Galileo, verschiedene Missionen, die da ganz einfach vorbei geplant wurden, nach dem Motto, wenn wir schon mal auf dem Mond, auf dem Weg sind zum Saturn oder zum Jupiter oder auch jetzt zum Pluto, dann schießen wir doch noch ein paar Pretty Pictures wiederum von diesen Objekten. Gut. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was da draußen in dem Abstand von Neptun noch so alles los ist, das sind so ein paar Kandidaten. Und schaut sich mal die ganzen anderen Kandidaten an, in der Größenordnung und in der Albedo ein bisschen geordnet. Albedo ist die Intensität, wie ein Objekt in der Lage ist, Lichtstrahlen zu reflektieren. Da gibt es da draußen so viele, dass man nicht mehr sagen kann, Pluto ist auch ein Planet. Weil er müsste Eris, weil er größer ist, auch ein Planet sein, Marke. Und all die anderen auch ein Planet und dann hätten wir ein wahlloses Durcheinander. Aber das bezieht sich nur auf unser Sonnensystem. Das bezieht sich auf unser Sonnensystem. Das ist der Grund, warum die internationale planetarische Ordnung ihn exkludiert hat aus dem Planeten. Hier haben wir mal von den TNOs, den transneptunischen Objekten, so eine Auswahl. Schöne Aufnahmen hatten wir jetzt neulich mit dem New Horizon Sonde geschossen von Pluto. Das ist auch farblich total toll. Der Mond Charon ist ein ganz großer Mond. Der Masseschwerpunkt beider Objekte, ne, ist im Prinzip außerhalb des Plutos sogar. Sodass wir von vornherein, als wir nur die beiden kannten, wussten wir schon, es ist kein richtiger Planet, sondern es ist ein Doppelsystem. Weil Styx, Nix und Cerberus, die hat man erst danach entdeckt. Ja. Wie vergibt eigentlich die Namen jetzt wie Cerberus und Makemake? Das sind ja meistens Namen aus der Mythologie, beim Mars auch. Phobos und Deimos, Angst und Schrecken, weil der Mars ist der Gott des Krieges. Dann hat man auch irgendwelche Leute angestellt, die sich um sowas kümmern. Ja. Gut, was sind Kometen? Deklinieren wir mal die ganzen Objekte, die wir sonst noch so haben, durch. Ein Komet ist im Prinzip sowas wie das hier. Ein schmutziger Schneeball. Das ist der Kern von einem Komet, ja, den man nur so erkennt, wenn er nicht in Sonnennähe ist, weil diesen Kometenschweif, dieses ganze riesig große, Millionen Kilometer große Pipapo, was der macht, macht er nur, wenn er in Sonnennähe ist. Wenn er nicht in Sonnennähe ist, sieht er relativ unspektakulär aus. Er ist auch gar nicht so hell, wie man ihn hier sieht, sondern er ist fast so schwarz wie Kohle. Und das ist ein Mix bei Kometen jetzt speziell aus Eis, muss nicht Wassereis sein, kann auch Stickstoffeis, Methaneis sein, aus Eis und Dreck, also schmutziger Schneeball. Die Asteroiden bestehen wiederum aus festem Gestein eher, wobei die Übergänge zwischen Komet und Asteroid rein feststofflich sind fließend. Also man kann nicht sagen, das ist ein reiner Komet, das ist ein reiner Asteroid.
dass die stoffliche Zusammensetzung ist fließend, was man eigentlich auch erwartet irgendwie. Das zeigt es nochmal, der Komet ist hier und da nur ein Bröckchen, und zwar ein schmutziges, eisiges Bröckchen. Kommt der dann hier in die Nähe der Erdbahn, sieht man hier die beiden Schweife, den Materieschweif, den Plasmaschweif, und der richtet sich nicht nach der Flugrichtung des Kometen, wie viele sich denken, dass es so ein Schweif hinterher ist, der fliegt da und hinten hat er den Schweif, sondern der geht immer von der Erdbahn weg. Ja? So funktioniert ein Komet. Gut. Aber hier einmal noch den Kometen mal auseinandergedröselt. Der Staubschweif, der Plasmaschweif, die Koma hier vorne. Und das verdeckt alles das, was wir hier gesehen haben. Das, was wir hier gesehen haben. Also das sieht man da bei einem Komet, wenn wir ihn am Himmel sehen. Halt. Das heißt, den Schweif hat er immer, wir sehen ihn nur. Nein, der Schweif kommt nur zustande, wenn er in Sonnennähe ist. Der geht dann wieder weg. Ja, genau. Der Schweif ist im Prinzip das, was bei dem Kometen durch den Sonnenwind weggestrahlt und zertrümmert wird. Das macht dann die ionisierte Strahlung von der Sonne, bläst dann das alles weg. Man sieht Millionen Kilometer großen Schweif. Und das macht die Kometen auch von ihren Bahnen her so berechenbar, weil die verlieren in Sonnennähe unheimlich viel Materie bei diesem Theater. So kann man nicht genau sagen, wie die wiederkommen, wann die wiederkommen, je nachdem, wie viel Materie da schwindet. Die sterben alle irgendwann. Spätestens nach der x-ten Umdrehung in Sonnennähe ist Schluss. Genau. Auf der Hölle. Ja. Ja, da mal so ein paar ganz, ganz schöne. Ja. Den hat man dann wirklich so gesehen, dass hier hinten ist der Mond. Ne? Und der hat dann ganz eben während seiner Umdrehung um die Sonne herum da hier alles vollgeschrieben, den Himmel vollgeschrieben sozusagen. Hier nochmal die Bahnen der Planeten einmal, also nicht die Bahnen der Planeten, die Planeten. Vom Durchmesser her maßstäblich und von den Bahnen her durch maßstäblich. Da sehen wir hier einmal den Asteroidengürtel. Von dem hatten wir es eben schon gehabt. Aber das hier ist ein anderer Gürtel. Das wird gleich noch einen geben. Der Kuipergürtel ist transneptunisch hier hinten nochmal dran. Gibt's da nicht noch diese Wolke? Sehen wir mal die ganzen Gürtel, die es da so gibt. Der sieht von der Sonne aus, unsere altbekannten Planeten. Man sieht hier den Termination-Schock, die Heliopause und den Bo-Schock. Was ist das? Unsere Sonne fliegt ja auch ums galaktische Zentrum. Ja, das war mit einem richtigen Affenzahn. Und der Sonnenwind kollidiert im Prinzip mit dem interplanetaren Medium, wie so die Luft, die wir vor uns herschieben, wenn wir mit 180 km/h auf der A5 sind. Das ist das, was wir hier sehen. Außenrum die Oortsche Wolke, ist eine rein, habe ich da eine Folie dazu? Ja, habe ich. Ist eine rein hypothetische Sache. Das Ding ist schon viel zu weit weg. 10 hoch 4 sind hier nicht Millionen Kilometer oder irgend sowas, sondern astronomische Einheiten. Das ist schon sehr, 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 sehr weit weg, weil zwei Größenordnungen weiter ist schon der nächste Stern. Und das sind 4,3 Lichtjahre. Ja? Warum gehen wir davon aus, dass es eine Oortsche Wolke gibt? Wir haben unsere üblichen Verdächtigen hier, die Planeten, so die Sedna, Eris, was hier so um das Sonnensystem rumfliegt, um die Ekliptik, also um diese Ebene, wo unser Sonnensystem funktioniert. Und dann kommt so eine bei uns rein. Das ist die Frage, wenn bei der Sonnensystementstehung alles in dieser Scheibe entstanden ist, sehen wir nachher nochmal, wo kommt der Kerl denn her? Ja, das ist der maßgebliche Teil der Hypothese, der dazu geführt hat, dass es keine Oortsche Wolke gibt. Ja, gut, jetzt gehen wir die Sondenmissionen durch, die so alles durchgeforstet haben. Rosetta war in aller Munde gewesen. Viele konnten leider Gottes nicht so landen. Die Landefüßchen, die man da konstruiert hatte, die haben alle nicht funktioniert, obwohl es einer prognostiziert hatte. Man hat ihm nicht zugehört. Und trotzdem hat man den Kontakt aufnehmen können, hat ein paar schöne Bilder schießen können. Der ist ja von der Sonne selbst geschossen worden. Philae ist irgendwo hier dazwischen gelandet
nochmal aufgedutzt und dann war der Kontakt verloren und naja, hätte besser laufen können, aber insgesamt war die Sondenmission Rosetta eine Wahnsinnssache. Also wer hätte das vor 20 Jahren gedacht? Man fliegt auf einen Kometen, beobachtet den Kometen und schickt da sogar einen Lander auf den Kometen. Das ist reiner Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Was man sich hier getraut hat, war auch eine tolle Sache. Über diesen Zeitraum hat man aus Energiegründen sich dazu entscheiden müssen, weil feststand, wir haben nicht genug Energie, um diese Sonde die ganze Zeit zu betreiben und dann da hinten noch Untersuchungen zu machen, hat man sich gedacht, man schickt das Ding ganz einfach mal in eine Hibernation. Was ist eine Hibernation? Ein Winterschlaf. Ja. Gut, dann war hier am 30. September Ende der Mission und alles in allem, wie schon erwähnt, Rosetta Fehler Version und so. Und ein Wunderwerk, was da die Menschheit vorgestoßen ist im Weltall. So. Die New Horizon hat gerade erst ihre ersten tollen Aufnahmen gemacht. Also das ist schon ein bisschen her, aber doch noch relativ frisch. Ich weiß nicht, sieht man das hier, dass es richtig rot ist hier? Das sind eben die Aufnahmen, die man nur machen kann, wenn man zu so einem Himmelskörper hinfliegt. Es gab bis vor einigen Jahren, wo man Sonden auch schon in die Nähe gebracht hat, Aufnahmen von Pluto, da hat man irgend so ein verbeultes Fleckchen gesehen und sonst nichts. Und das, was man hier jetzt hat mit seinem Mond hier im Hintergrund, ist wirklich spektakulär. Man hat ausgerechnet, dass man diesen Termination-Schock, also die Bugwelle der Erde bei dem Weg um das galaktische Milchstraßenzentrum, das 2035 erreicht wird. Also so schnell ist das Ding unterwegs. So. Das sind mal die verschiedenen Sonden, die man mal zum Mars geschickt hat, von den Amerikanern alleine. Das sind die Pärchen, Viking, Opportunity, Curiosity, nochmal ein bisschen schneller. Das sind die verschiedenen Epochen, wie diese Geräte gewachsen sind. Also man hat sich von sowas auf sowas hochgearbeitet. Curiosity wiegt so viel wie ein Golf 1. Muss man sich vorstellen. Auf der Erde, er ist natürlich auf dem Mars nur 33% so schwer, aber man muss sich das vorstellen, er musste ja hier erstmal losfliegen. Man bringt einen kleinen Wagen auf den Mars, um Forschung zu betreiben. So, Cassini. Vorhin hat mir schon jemand gesagt, mit Cassini passiert doch was jetzt die Tage, nämlich morgen. Morgen geschieht der geplante Absturz der Cassini-Sonde, die ist im Moment noch dabei, Forschungen zu betreiben, Messungen zu machen, Fotos zu tun und dann ist das ab morgen hier der geplante Absturz. Das macht man mit Sondenmissionen seit geraumer Zeit. Man macht ein großes Finale, weil man weiß, man hat sowieso nicht mehr genug Energie, um groß weiter zu forschen und dann macht man ganz einfach ein Experiment, wo man nur eine Chance hat, weil man weiß, die Sonde ist sowieso immer einer. Gut. Gut, die unmittelbare Nachbarschaft in unserem System. Wer versteht den Hitz? Wir? Nicht. Okay, ja, ich mach mal weiter. Das ist die Nachbarschaft mathematisch ausgedrückt. Gut, wir haben hier die Nearby Stars, direkte Nachbarschaft in unserem Sonnensystem. Wir wissen ja, dass Proxima Centauri. Ja. 4,3 Lichtjahre entfernt der nächste Stern ist. Und wir gucken uns hier nur an, Alpha Centauri, Proxima Centauri, hier direkt in der Nähe, das Dreiergestirn, das sind drei Stück nämlich. Ne? Und jetzt gehen wir mal hier durch und sagt mir mal, wer kennt denn hier einen Stern? Die andere Seite. Wer kennt denn hier einen Stern? Ja, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur der Puppi. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Prokion kennen wir. Weiter unten Tau Ceti. Tau Ceti war mal in der Presse gewesen. Ja. Barnard Stern und so weiter. Die kennt man alle nicht. Warum?
falsche das Namen. Das sind alles, mit der Ausnahme von Sirius, sehr, sehr kleine und kalte Sterne. Das ist leider, dass wir die nicht sehen können. Die sind viel zu klein und viel zu kühl dafür, dass wir das sehen können. Das ist auch der Grund hier dazu. In 8 Lichtjahren Entfernung, so ein ganz normaler großer Stern, fast wie unsere Sonne, deswegen flackert der so. Nee, Sirius. Das ist der Sirius. Ja. Der flackert so deswegen, weil er ist halt wirklich super heller Lichtpunkt, heller als alle anderen, konzentrierter. Ja. Und der flackert eben, weil er durch unsere Atmosphäre durch muss, das interstellare Medium. Und das, was wir sehen, ist im Übrigen auch eigentlich nicht der Stern, sondern nur das Beugungsscheibchen seiner Helligkeit. Weil das, was wir da sehen, ist nur deswegen ein bisschen flächig, weil wir es nicht genau genug sehen können. Würden unsere Augen dieses Signal verarbeiten können, wäre es kleiner. Das ist nur die Unschärfe unseres Auges, dass wir den ein bisschen als heller Stern flächig sehen. Hier sieht man auch, wie diese Sterne angeordnet sind am Firmament. Man denkt ja immer, wenn man so den großen Wagen sieht, ist da einer, da einer, da einer, die sind alle so in einer Ebene, so als ob sie so projiziert wären ins Weltall, sind sie nicht. Die sind alle gestaffelt, und zwar teilweise sehr groß. Es kann sein, dass der hellste Stern eines Sternbildes am weitesten weg ist. Ja? Und das sieht immer nur so aus. Es gibt natürlich Beispiele, wo es nicht so ist. Sieht man jetzt zum Beispiel die Plejaden, die sehen wir nachher nochmal. Das ist wirklich ein Sternenentstehungsgebiet. Die Sterne, die man da auf engstem Raum sieht, etwa der Raum wie der Mond am Sternenhimmel, das sind wirklich Verwandte, die stehen da zusammen im Raum. Alle anderen Sternbilder sind völlig gestaffelt. Darf ich nochmal was fragen? Ja. Die Sterne, die wir sehen, gehören die zu unserer Milchstraße oder zu unserer Galaxie? Bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Zu unserer Galaxie. Unsere Galaxie ist die Milchstraße. Okay. Ja. Das heißt, weiter draußen können wir keine sehen. Weiter draußen sehen wir die als Galaxien oder als Kugelsternhaufen. Okay. Wobei die Kugelsternhaufen gehören eigentlich zu unserer Milchstraße noch dazu. Auch noch. Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, Entschuldigung, ich muss das jetzt erzählen, dass ein Lehrer in meiner Schulzeit gesagt hat, die Milchstraße sehen wir deshalb, weil sie geformt ist wie eine Linse und wir von hier unten nach da oben gucken und dann so Sternenhaufen haben. Mhm. Stimmt das? Ist da irgendwas Wahres dran? Ja, das ist anders gemeint. Wir sehen im Prinzip das hier, genau das hier, weil wir von außen in das galaktische Zentrum gucken. Wir sind am Rande von diesem Diskus oder von dieser Frisbee-Scheibe und können da auch zur anderen Seite nicht durchgucken, ist viel los. Das heißt, es ist das Innere. Das ist das Innere. Ist das Innere. Wir sind hier irgendwo in so einem Arm drin und ungefähr 30.000 Lichtjahre nach da oben, aber es ist nicht genug da nach da oben, um auf die andere Seite kommen zu können. Weil das ganze Gebilde ist etwa 100.000 Lichtjahre. Das ist absolut. Da sehen wir es noch, wir sind hier im Orion-Arm und gucken quasi auf das galaktische Zentrum, können froh sein, dass wir nicht hier sind, weil hier ist ganz einfach zu viel los. Zu viel Strahlung, zu viel Sternentstehung. Da, wo Sterne entstehen, da müssen sie auch sterben. Da gibt es Supernova-Explosionen, haben wir nachher auch noch, und da ist es nicht so gesund über die Zeit. Deswegen sind wir hier, das ist wie Rödelheim hier eigentlich. Ja. Gut, hier sieht man es nochmal. Wir sind hier neben in diesem Arm und haben natürlich hier durch das galaktische Zentrum einen Beobachtungsschatten. Wir können hier selbst mit Radioastronomie nicht durchgucken. Das ist ganz einfach zu viel Zeug, was dazwischen ist. Thema Sternenentstehung. Die Sternenentstehungsgebiete, die sehen alle ungefähr so aus, fast wie Kunstwerke. Mit den Supernova und noch so ein paar andere, die schönsten Objekte eigentlich im Universum. Das, was wir hier sehen, das sind Materiewolken, die sich zusammengeballt haben. Daraus entstehen dann Sonnensysteme, und zwar aus so einem Brocken nicht nur eins, sondern gleich mehrere. Nochmal ein Beispiel, das
Und das nächste Sternenentstehungssystem ist der Orionnebel. Da gebe ich nachher auch gleich noch eine Anleitung dazu, wie man den beobachten kann mit einem Fernglas. Den kann man auch mit bloßem Auge sehen, mit dem Übrigen. Ganz, ganz schön, wenn man genauer hinguckt. Die Säulen der Schöpfung, da sieht man hier oben schon, diese Strahlen hier oben raus, das sind entstehende Sterne. Die ballen sich zusammen und ab einer gewissen Dichte sagt die Materie, oh, jetzt fange ich an mit Fusion, weil der Druck, die Temperatur stimmt und dann passiert hier genau dasselbe wie in jedem Stern, nämlich Fusion von Wasserstoff zu Helium und so weiter. Das und so weiter, das erkläre ich dann nachher auch. Da habe ich ein Bild entdeckt, manchmal gibt es auch so Leute, die machen zusammen mit dem Kranken das genau. Gut, wie funktioniert das mit der Sternentstehung rein mathematisch? Ich bin auf der anderen Seite, aber stehe ich nicht immer mit den gleichen Leuten. Im Weg, es gibt so eine Formel für eine theoretische Grenzmaße, die vorhanden sein muss, dass aus einer Masse überhaupt ein Stern werden kann. Weniger Masse bedeutet ganz einfach nicht genug Sprit, dass es Bumm macht, ja? Dass ein Stern draus wird. Dann haben wir einmal die Gleichgewichtsgleichung. Hier, Gleichgewicht, Druck, Gas, Druck der Gravitation. Hier sehen wir das. Das steht erstmal hier im Weltraum und ist im Gleichgewicht. Passiert was? Geht es zusammen, es entsteht ein Stern und es ist dann im Stern für die Lebenszeit des Sternes wieder im Gleichgewicht. Ja? Soweit verstanden? Mhm. Gut. Dann nach dieser Gleichung kann man ganz einfach ausrechnen, wie lange nichts passiert. Nämlich solange das hier gilt, passiert mit einer Materiewolke gar nichts. Und dann passiert irgendwas in der Nachbarschaft. Eine Supernova-Explosion, irgendeine Gravitationswelle, die diese perfekt verteilte Masse in der Wolke einmal zum Wackeln bringt. Und dann sind die Moleküle, die Atome, die Teilchen in der Wolke, die Masse nicht mehr gleich verteilt. Und überall da, wo ein paar mehr Teilchen sind, fängt das an zu klumpen. Und die Klumpen fangen ihrerseits an zu klumpen. Und das ist der Prozess, der dazu führt, dass Sterne entstehen. Man kann das auch sehen hier in diesen Gebieten, wo dann tatsächlich Sterne in einer überschaubaren Zeit aufleuchten. Ich sage mal ein doofes Beispiel, man kann wirklich in der Zeit, wo ein Mensch graue Haare kriegt, ne, kann man hier sehen, dass irgendwas, was dunkel war, hell wird. Eine Sternenentstehung dauert nicht 1000 Jahre. Tut sie nicht. Wie funktioniert das dann mit dem Sonnensystem? Irgendwann fängt der Stern an zu strahlen und er strahlt sich hier so eine ganze Fläche frei, weil durch den Strahlungsdruck hält nichts stand, was fest ist oder gasförmig. Es wird alles erstmal nach draußen geblasen. Ja? Und alles, was nicht feststofflich ist, wird noch weiter nach draußen geblasen. Ist eine gute Erklärung. Ja? Auf die Art und Weise entstehen hier die feststofflichen Planeten, ne, also das, was wir kennen, Merkur, Venus, Erde, Mars und draußen die Gasplaneten. Das ist eine super Erklärung, trifft aber nicht überall zu. Weil man hat bei Exoplaneten, und von denen hat man mittlerweile schon sehr, sehr viele entdeckt, gesehen, es muss nicht immer so sein. Hier haben wir mal ein Beispiel dafür. Das ist ein wirklich visuelles, nachbearbeitetes Foto. Ihr seht mir hier neben in entstehenden Sonnensystem hier protoplanetare Scheiben hier rum und es entstehen hier Planeten. Ja. Wir haben hier mal die habitablen Zonen im Vergleich zur Erde. Kepler-47-System sind zwei Gasplaneten, viel größer als unsere Innenplaneten und die rasen hier durch ihr Gewicht um dieses System herum und der hier, der wäre habitabel, wenn er nicht, zumindest gemäß dem, was wir bis jetzt erfahren haben, über dieses Ding gemessen haben, ein Gasplanet wäre. Weil wer kann sich vorstellen, dass aus einem Gasplanet, also ohne feste Oberfläche, Leben in der Atmosphäre irgendwie, ich kann mir das doch nicht wirklich vorstellen, dass Leben, wie wir es kennen, auf einem Gasplaneten halt Fuß nehmen kann. Hier nochmal ein Vergleich zur Tau Ceti.
Jahre gerade durch die Presse. Ein relativ gut erforschter Exoplanet. Die beiden hier sind dummerweise nach den Berechnungen am Rand von der habitablen Zone. Wir müssen nicht hin. Hier sieht man, wo wir hier sind. Die Erde könnte noch ein bisschen weiter in der Mitte sein. Hier ist es noch ein bisschen zu warm. Ja. Eine durchschnittliche Temperatur von 15 Grad. Ne. Es wird auch noch ein bisschen mehr gehen. Ein bisschen näher dran sieht man, was passiert bei der Venus mit einer dicken Atmosphäre. Jeden Tag 400 Grad. Das heißt, Mars können wir bevölkern. Das ist Habitat. Ja, Mars könnte man bevölkern, wenn wir eine Atmosphäre dort machen. Also wir könnten dort mit Nuklearfusion, mit irgendwas Terraforming machen. Terraforming. Wir basteln uns eine Scheibe dort. Ne? Das ist wahnsinnig kompliziert. Ich glaube nicht, dass es das gelingen wird in dem Zeitraum, den wir so schauen können. Die Entdeckung von Exos, man schaut sich das mal an, hier diese Entwicklung. Hier hat man noch gesagt, andere Sonnen haben keine Planeten. Das sind nur wir, die Planeten haben. Dann schauen wir die Entwicklung an. Das sind die Anzahl pro Jahr. Ja? 2014 mit besserem technischen Equipment. Hier sieht man auch, wie man das macht. Die Transitmethode ist ganz einfach die Methode. Man schaut sich an, ob die Sonne irgendwie, die man beobachtet, ob die eine kleine Verdunklung hat. Eine periodische Verdunklung. Und dann kann man sagen, wenn es genau periodisch stattfindet, ist das ein Planet, der vor der Sonne und uns vorbei zieht. Was natürlich bedeutet, dass wir das nur machen können, wenn zufälligerweise ein Planet genau in dieser Richtung bei uns vorbeifliegt. Ansonsten ist die Methode falsch. Funktioniert die ganz einfach nicht. Deswegen haben wir noch astrometrische Methoden, die Wobbelmethode zum Beispiel. Mit der Wobbelmethode kann man spektroskopisch messen, ob dieser Stern ganz, ganz fest im Weltall stehen bleibt oder ob der irgendeine Wackelbewegung macht. Ja? Die Wackelbewegung ist dann durch die Gravitationseinwirkung dieser Planeten drumherum. Also wir könnten auch mit einem Kind jetzt nicht dieses Spiel spielen, wo man immer so ein Kind so drumherum schwingt, ohne uns selbst zu bewegen, weil das ist ja genau das Gleiche im Prinzip, ein gemeinsames Gewichtszentrum. Und das, was wir hier sehen, das waren alleine jetzt so in diesem Jahr 2014, wo ich die Zahlen relativ gut hatte, 900 Stück, 900 Exoplaneten. Ja. Und das ist jetzt nur in unserer Milchstraße. Das heißt, in einer Galaxie von 100 Milliarden Galaxien, die es wahrscheinlich gibt. Vorhin hat mich jemand gefragt, wie sind denn so die Größenordnungen, also Anzahlen Sterne in der Galaxie und Anzahl der Galaxien überhaupt im Kosmos. Da gibt es im Moment, und ich habe es jetzt dieses Jahr allein schon in mehreren Vorträgen gehört, so das Schlagwort 100 Milliarden Sterne hat unsere Galaxie, 100 bis 200. Die Andromeda-Galaxie ist ein bisschen größer, die eher 200. Und wir gehen im Moment von 100 Milliarden Galaxien aus. Ja. Aber auch das ist eine endliche Zahl. Ja. Und wenn man diese Zahl, ich habe es neulich mal durchgerechnet, wenn man diese Zahl durchzählen lässt von einem unserer Supercomputer, die wir hier auf Erden haben, mit einer Rechenzeit von riesen Teraflops, ne, da hat der Computer diese Sterne innerhalb von weniger als einer Minute durchgezählt. Ich habe ein gutes Beispiel neulich gerechnet, was die Unendlichkeit vom Universum angeht. Also, wenn ich mir nachher noch erklärt, was der Big Bang ausmacht, das Universum dehnt sich mit großer Geschwindigkeit aus. Wir können gucken bis 13,8 Milliarden Lichtjahre und da ist irgendwie Schluss, weil sich da der Weltall zu schnell ausdehnt, weil der Weltall darf sich am Rande schneller als das Licht ausdehnen, obwohl die Lichtgeschwindigkeit normalerweise, und zwar innerhalb des Raums, die größte Geschwindigkeit ist. Der Raum selbst darf sich auch nach den Formeln von Einstein schneller ausdehnen als das Licht. Dann haben wir natürlich keine Chance mehr dahin zu kommen. Jetzt zurück zu meinem Thema. Thema Unendlichkeit. Man nehme den astronomischen Abstand, die astronomische Einheit, den mittleren Abstand zwischen Sonne und Erde. Zwischen Erde und Sonne ist ja egal. Man multipliziere
den Abstand mit einem handelsüblichen Gebrauchsgegenstand, nämlich unserem Gehirn, und zwar mit der Anzahl der Synapsen, der Verschaltungen in unserem Gehirn. Mal 7, und wir haben den Abstand von uns bis zum Rand des beobachtbaren Universums. Also es ist nicht unendlich, was wir da beobachten. Es ist unendlich, es ist nur auf Frankfurterisch scheißweit weg. Was, ich weiß nicht, 13,8 Milliarden. 13,8, 13,9, so das was Milliarden. Milliarden. Auch nicht Kilometer, Lichtjahre. Ja, Lichtjahre. Lichtjahre. Aber wir sagen, unser Universum ist ungefähr 13, 14 Millionen Milliarden Jahre alt. Ja. Das geht auch nicht. Ja. Aber das geht einher. Umgekehrte Richtung ist genau. In alle Richtungen. Ja, in alle Richtungen. Ja. Und, diese 13,9 Milliarden Lichtjahre nennt sich Hubble-Sphäre. Das ist die Sphäre rund um uns herum, die wir überhaupt beobachten können. Und danach steht nicht mal die theoretische Chance, ganz einfach irgendwas zu beobachten, weil jegliche Information sich schneller von uns wegbewegt, als wir sie beobachten. Aber das hilft für den Anfang ja auch. Ja. Für den Urknall auch. Sein Kern, der ist nicht für uns zu sehen. Jeder ja. Der planischen Größen. Die Hintergrundspannung habe ich auch nachher noch. Gut. Ja. Jetzt, wo wir den Stern schon mal geboren hatten vorhin, den Exos auch mal angeguckt hatten, schauen wir uns noch mal Sternenlebenszyklen an. Ein Stern entsteht in so einer stellaren Cloud, ballt sich dann zusammen, fängt an zu leuchten. Dann wird so ein kleinerer Stern, wie unsere Sonne, ein gelber Zwergstern, ein G2V-Stern, ja irgendwann auch alt. Wir haben im Moment von der Sonne her ein Alter von 4,5 Milliarden Jahre und wir haben noch 5 Milliarden Jahre vor uns. Also nicht jetzt unruhig werden, es sind keine 5 Millionen, 5 Milliarden Jahre, also wir haben alle Zeit hier. Und, dann ist irgendwann Schluss. Die kleineren Sonnen verabschieden sich eher leise. Das wird ein roter Gigant draus, also ein roter Riese. Es entsteht ein planetarischer Nebel und es bleibt ein White Dwarf hier in der Mitte. Der bleibt da noch bestehen, wenn sich dieser planetare Nebel, diese Hülle von ihm verabschiedet hat. Und der White Dwarf, der weiße Stern, der weiße Zwerg, der wird dann immer kühler. Und irgendwann kühlt er ab und ist kühl und weg. Da geht doch nichts weg. Naja, er ist nicht mehr beobachtbar. Okay. Aber ist der nicht sehr massereich sogar? Die sind sehr massereich, ja. Ist ein schwarzes Loch? Das wäre ein schwarzes Loch geworden, wenn er größer gewesen wäre. Okay. Also die haben noch dann bis zwei Sonnenmassen, ja. Aber leuchten irgendwann nicht mehr, weil gibt es nichts mehr zu leuchten. Es gibt nichts mehr zu fusionieren. Komme ich nachher auch nochmal drauf. Bei einem größeren Stern, spätestens ab 10 Sonnenmassen, geschieht Folgendes. Der wird genauso zum roten Überriesen, nur endet er in einer Supernova. Was passiert da? Habe ich da hinten sowas? Da brauchen wir das hier. Ist heute ausgestiegen, oder? Also dieses Fusionsbrennen, also dieses Energie rauskriegen aus einer Fusion, funktioniert nur entlang dieser Bindungskurve nach oben. Das heißt, wenn ich Wasserstoff zu Helium, zu Lithium, zu Kohlenstoff und so weiter fusioniere, dann bringt die Fusion bis an diese Stelle, wo das Eisen ist, einen Energievorteil. Das heißt, bis dahin brennt die Sonne. Und das macht die Sonne auch, indem sie so einen Hüllenbrennen hat. Das habe ich jetzt hier nicht mehr dabei. Das heißt, die schwereren Elemente wandern alle nach hinten und nach unten und werden noch fusioniert. Und die anderen brennen in den verschiedenen Schalen. Deswegen fängt dieser Stern an zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Aber irgendwann ist nichts mehr da, was ich fusionieren ließe, damit hier noch Energie entsteht. Und dann ist genau dieses Gleichgewicht von Druck von innen und Gravitation von außen nicht mehr da. Es kommt kein Druck mehr von innen. Dann fällt der Stern innerhalb von Sekunden die ganze Masse des Sternes in einen Punkt zusammen,
prallt in der Mitte des Sternes so fest zusammen, dass die Elektronen in die Kerne gedrückt werden und das kann die Materie nicht leiden und explodiert. Das ist dann sowas hier. Ein Supernova. Und die Restelemente des Sternes, also die Zentren der Sterne, die trotzdem die Supernova-Explosion überleben, werden dann bei einem etwas leichteren Stern noch ein Neutronenstern oder bei einem ursprünglich noch schwereren Stern ab weit über 20 Sonnenmassen dann ein supermassives schwarzes Loch. Hier sieht man das nochmal. Aus dem Nebel entsteht so eine Wolke, eine Globule, ein Protostar entsteht. Bei ganz, ganz wenig Materie wird ein brauner Zwerg draus, den man fast nie sieht. Ein Hauptreihenstern. Dann, je nachdem, ob es ein Stern ist wie wir, so ein weißer Zwerg nur. Oder eine Supernova-Explosion, Neutronenstern oder schwarzes Loch. Und dann geht diese Materie, die dabei dann halt explodiert, in den Weltraum entlassen wird, wieder in diesen Kreislauf über. Also das ist so ein Materiezyklus, der im Kosmos stattfindet. Also wirklich renewing, würde man auch mal Deutsch sagen. Hier nochmal, das ist im Prinzip das Gleiche nochmal, nur so ein bisschen in Bilder gefasst. Das sind Sterne, die es tatsächlich gibt, beziehungsweise Bilder von denen, die man tatsächlich gemacht hat. So. Nun entstehen bei diesen Supernova-Explosionen und bei diesen wirklich großen Bangs, die es da im Weltall gibt, glücklicherweise alle schwereren Elemente. Wie wir schon gelernt haben, bis zum Eisen entstehen diese Elemente in den Sonnen selbst. Nur hätten wir ohne diese Explosion oder diese Unglücke, die wir hier haben, diese Explosionsunglücke, hätten wir keine schwereren Elemente in unserem Periodensystem. Ja? Das ist auch der Grund, warum wir wirklich aus Sternenstaub sind. Weil wir haben einige Elemente hier drin, aus denen wir bestehen. Ja? Die sind weit über der Ordnungszahl von Eisen. Wir haben ja auch Gold um uns drin. So. Exoten im All, die denn daraus entstehen, die wollte ich jetzt mal zeigen. Man sieht auf Teleskopaufnahmen der größeren Ordnung manchmal solche Bilder. Man sieht, die Sterne haben verschiedene Farben und sind unheimlich viele. Nun ist es wohl so, das sind zwar unheimlich viele Sterne, aber es sind nicht unheimlich viele verschiedene. Das ist wie wenn wir in den Wald gehen, da stehen unheimlich viele Bäume. Man kann sagen, wir haben so viele Tannen, wir haben so viele Buchen, wir haben so viele Eichen und die kann man alle erforschen. Es gibt nicht unendlich viele Arten von Bäumen, es gibt nur unheimlich viele Bäume. Und da hat man sich mal Gedanken gemacht, wie man sich da eine Übersicht verschaffen kann. Das ist das Herzsprung-Russell-Diagramm, ein ganz schönes. Ich gehe jetzt mal eins weiter, weil das ist das altmodische. Ich habe deswegen das mal genommen, weil hier ist es ein bisschen logisch angeordnet, weil hier geht es von dunklen Sternen zu hellen Sternen und von kühlen Sternen zu heißen Sternen. Herzsprung-Russell wollte das aber, ich weiß es nicht mehr warum, gerade andersrum. Das heißt, hier unten ist diese Achse von kühlen Sternen zu heißen Sternen. Nun sehen wir erstmal hier in der Mitte unsere Sonne. Was würden Sie denn interpretieren, was das bedeutet, wo wir hier sind? Warm. Naja, die sind alle so gestreut entlang einer Achse. Das sind die allermeisten Sterne, das ist die Hauptsequenz, das ist die Lebenszeit über das ganze Sternenleben. Und wir sind hier von der Helligkeit her, und von der Temperatur her und auch von der Masse genau in der Mitte. Das ist unser Glück. Wir sind ein wirklicher 0815-Stern. Also die Sonne ist ein wirklicher Durchschnittsstern. Also als Auto wäre es ein, kann ich jetzt sagen, ein Golf, um Schleichwerbung zu machen. Das ist so ein ganz, ganz ruhiger Vertreter, der lange lebt, der dem Leben auch lange Zeit gelassen hat, sich zu entwickeln. Warum sage ich das? So ein blauer Riese hier oben,
der ist nach 100 Millionen Jahren ausgebrannt, ist der Geschichte. Wie wir wissen, 100 Millionen Jahre, das hat bei uns auf der Erde nicht erreicht, um das Leben zu entwickeln, wie wir es im Moment haben. Die Erde und unser Sonnensystem, 4,5 Milliarden Jahre ist das Ding alt. Mit so einem Kerl da oben als Stern, als Zentralgestirn, hätten wir keine Chance. Gut, was sind diese Sterne hier oben? Wir hatten es schon mal, das sind die roten Riesen. Die wandern dann irgendwann von hier oben ab, Richtung Sternentod. Wachsen, 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 Supernova-Explosion. Die kleinen hier, wachsen, 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 planetarische Nebel. Die weißen Zwerge hier unten, das sind das, was dann übrig bleibt, wenn die sich auflösen. Und man hat die braunen da unten, die man kaum sieht, die genug, die nicht genug Masse hatten, ein richtiger leuchtender Stern zu werden. Dann haben wir hier mal die Größenverhältnisse. Hatte ich vorhin schon mal, Jupiter hatte ganz einfach zu wenig Masse, um ein Stern zu werden. Da könnte man jetzt bei der Gelegenheit auch gleich mal erklären, die meisten Sonnensysteme, von denen wir wissen, sind Doppelsysteme. Also das, was wir hier haben, das ist auch nochmal so ein Glück, wir haben nur einen Stern, ist für uns sehr günstig, weil wenn wir zwei Sonnen hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir nicht so eine periodische, coole Sonnenbahn hätten, die immer gleich weit um die Sonne umgeht. Man hat da Berechnungen gemacht, in einem Doppelsystem haben Planeten keine Chance, so konzentrisch sich zu drehen wie bei uns. Dann haben wir hier die nächsten Kandidaten, kleine braune Zwerge, die jungen braunen Zwerge. Und das ist dann schon fast eine richtige Sonne. Und das ist nochmal eine normale Sonne, nämlich unsere mit einer Oberflächentemperatur von 5800 Grad. Hier mal die Größenordnung. Hier in unserem Sonnensystem die Festplaneten. Hier zum Vergleich immer der größte. Und die nächsten, auch hier, der größte, Jupiter, und die nächsten Sonnen. Jetzt liegt die nächste Sonne, nämlich Sirius, hier. Und hier geht es auch wieder maßstäblich weiter. Man kann sich vorstellen, wie groß diese Sonnen hier sind. Also unsere Sonne, wo ist sie nochmal? Ich habe sie aus den Augen verloren. Die ist ziemlich klein. Die ist sehr, sehr klein. Ja. Bei sechstens, das war die Betelgeuse, war der erste Planet, ja? Betelgeuse ist unten links, das war der erste Planet, ja? Betelgeuse ist kein Planet, ist ein Stern. Weil das ist ein Orion-System. Orion. Ja. Betelgeuse ist ein roter Riese. Ja. Jürgen, Betelgeuse, viel?